Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion DD2 im Ranglistenmodus. Ich sehe schon, der Noran hier hat Fiesta ausgewählt. Das heißt, wir gehen auf Kingsguard. Welcome to Nova. Damit wir uns hier so ein bisschen zusammentun können. So, schauen wir mal rein. Auf jeden Fall hier erstmal ein Update reinhauen. Ein Upgrade meine ich. Jusora nehmen wir auf jeden Fall. Ja, sag ich shit, ne? Was werde ich wohl trotzdem mitnehmen? Ist an sich eine gute Zusammenstellung. Deswegen machen wir hier einfach den Jusora-Start. Ich stelle sie weiter vorne hin, damit ich dann mit den Harpchen gut aufholen kann. Kann ich immer noch die Priesterin des Abgrunds nach vorne packen? Das geht klar. Schon Eidbrecher aufgewertet. So, ich guck mal hier rüber. Regenerationsbaum. Und drüben sind zwei kleine Piraten. Das blockt er. Das ist zu stark. Der Eidbrecher. Machen wir es ganz easy. Platzieren sofort erstmal eine Harpie. Bevor ich auf den nächsten Walker gehe. Upgrade. Zack, 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 gar kein Problem. Hab ja auch das weg. Okay, Bone Crusher mit drin. Und hier ist schon der dicke Pirat. Oh, einiges durchgelassen. Ich meine, ich block das, aber es ist auch ordentlich viel. Für ihn zum Nachteil. Wir hauen ja auch die Stecke mit rein. Für maximales Einkommen aktuell. Ich mache es erstmal so, die kann ich daher noch gut aufwerten. Aber jetzt erstmal so einen kleinen Split aufzubauen, ist super gut. Bringt mich gut voran. Das ist eine Double King Aufwertung. Wir könnten auf einen Worker gehen, das mache ich auch sofort. Platziere ein Harpien. Sollte nächste Runde gut halten. Genau so. Wenn ich so ein Blut reinkriege, wäre das geil. Aber ich weiß es nicht. Habe ich hier drauf gedrückt. Na gut. Dann machen wir halt King-Aufwertungen. Dann gehe ich auf 6. Hat ganz viele von diesen kleinen Skelettkriegern gebaut. Doch wieder ordentlich durchgelassen, aber ich block das. Auf jeden Fall auf die 6.
Das können wir hier auf jeden Fall einmal Upgrade machen. Noch mehr Harpien reinknallen. Und auf der 6 schicke ich ihm eine Brut, auf jeden Fall, hundertprozentig. Und immer noch die einen Piraten. Oh, 120, ein Hermit und eine Turtle. Kein magischen Schaden, das sieht ein bisschen schlecht aus für mich. Ah, die große ist im Wenigsten weg, Turtle weg. Das ist nicht so gut. Aber dass er auf der 5 schwach war, war mir zumindest schon klar. Ich kann auf jeden Fall noch eine zweite Brut platzieren. Das ist gut. So, machen wir erstmal noch ein Harp hier hin. King, Worker mit rein. Zweite Brut haue ich noch rein. Die sollte durchgehen. Bei 59. Ja. Noch ein Hermit. So, die Double Brut macht gute Arbeit. Ich muss da Einbrecher reinhauen. Jawohl, Attack Speed. Sehr schön. Oh, den habe ich gut durchgedrückt. Sehr schön, sehr schön. Das ist gut. Zwei ist nicht so schlimm. Das wäre ich ab. Oh, jetzt ganz schön auf die Fresse für die. So, ich nehme den Sack mit rein. Mehr Harpien. King aufwerten. Ich habe King's Guard, da sind King Aufwertungen extrem wichtig. Sehr gut, er kam raus. Explosionsbaum diesmal. Auf 10 wird geil. Das blockt doch. Das bringt mir leider nichts. Das bringt mir leider nichts auf 9. Sehr gut. Ja, aber hier muss ich wirklich, wenn er nur verstärkte Verteidigung hat, außer diese Mini-Skelette dort, die sind egal. Da wäre 9 für mich echt kacke. Gehe ich lieber auf 10. Aber wenn die den jetzt gekillt hätten, der eine kommt jetzt noch durch oder was?
Na gut, da können wir mehr sammeln, aber die sammeln auch schon, also die werden jetzt hier auf 9 schicken. Ich werde den upgraden. Gucken wir mal. Ich glaube, die Runde kriegen wir auf die Fresse. Wir haben jetzt 2 Runden gesammelt. ...380, Junge. Holy shit. Ja, Frontline war schnell down, rechts. Durch. Vielleicht blockt er ja für mich, mal sehen. Rein mit einem Furzgeräusch. Ja, er wart ganz gut ab. Aber es reicht nicht. Habe ich auch 380 geschickt bekommen, also. Vollkommen klar, dass das nicht funktioniert hier. Oh, oh, da gibt es schon gut auf die Fresse. Aber es sollte mir überleben. Ja. Sehr gut. Könnt ihr ihn aufwerten? Und ja, wir haben das. So 80. Ich könnte einen Hermit mit reinpacken. Bisschen regenerieren. Aber ich glaube, es bringt mir, wenn ich die Blut reinknalle. Und dann mach schon eine Schnecke dazu. Das bringt mir, glaube ich, am meisten. Wieder 200 geschickt. Holy shit, der hat ja ganz viele Worker gebaut. Da stinke ich ein bisschen ab. So, ich komme auf jeden Fall durch. Und habe auf jeden Fall geblockt. Sehr schön. Ja, das bisschen. Das ist sehr gut für Fiesta. Oh, das sieht gut aus. Yes, my lord. Machen so. Sagen wir, wir machen King Upgrade und dann gehen wir auf 13. Oh, das ist aber jetzt muss jeder runterhalten. Das muss er wirklich jede Runde halten, damit seine Crasherin nicht abkackt. Ja, ich kann ihn nicht ausfinden, die ist im Koch drin. Hä? Oh, ist ganz schön low. Könnt ihr hier mal ein paar Harpien aufwerten? Ja, nö, ist sinnlos. Das bringt mir nichts. Wir gucken mal hier rein. Hier ist ein Baum. Vulkankanone. Ja, 13 ist tatsächlich super gut. Ich kriege aber kein Voreis rein.
um den Baum zu vernichten. Das ist so der Nachteil. Oh, von kleines Schnelldown. Ein Packleader. Dreieinigkeit. Wir haben auch ein Packleader rein. Overbuild, aber was für Overbuild. Ich kann es nur probieren. Wir können es nur probieren. Zwei Brutes mit rein. Gucken wir mal. Da schickt jede Runde 40 mit zwei, also mit drei Hexen und einer Schnecke so. Hm. Sollte ich eigentlich halten. Ja, blockt das, weil er zu viel overbuildet hat. Da kommen wir erstmal nicht ran. Ich baue Yosora auf. Okay, jetzt müssen wir abwarten. Könnten noch 15 reinpushen. Auf 17. Holy shit. Ja, das geht eigentlich. Wenn wir so lange überleben, dann geht das. Wobei, die haben gar keinen magischen Schaden, so großartig. Ah, ich bin ganz unten. Man muss mich jetzt covern. Dafür hat er Fiesta genommen. Aber wir müssen wirklich lange sammeln, damit wir die durchbrechen können, wenn die so viel haben. Muss man schon aufpassen. Hat er noch den Titan-Buff? Ja, ne? Mit Metzger hier nicht verkehrt. Mana Regeneration durch Starcaller auch nicht schlecht. 1000 schon gut hin. Die nächsten zwei Waves bin ich ganz gut dabei mit meinen Harpien. Soll ich also ganz gut überstehen. Die Harpien aufwerten. Beziehungsweise einmal ihn. Immer so ärgerlich, wenn ein bisschen Geld fehlt. 65, wenn ich einen verkaufe. Nein. Okay, dann stelle ich einfach noch einen hin. Machen wir noch Harpien dazu.
Der ist mittlerweile eine übel starke Einheit. Der Oathbreaker, finale Form. Aber dafür müsste er vorne stehen. Machen die Dreieinigkeit rein. Ja, sind wir noch verdammt gut dabei. So, jetzt haben wir gut Harpien aufgewertet. Aber die werden richtig fett schicken. Genau wie wir. Alter, zwei dicke Bäume. 100 richtig zusammen. Mal einfach noch Robo mit rein. Besser als die Schnecken. Das wird der Endkampf. 760. 700. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Die sind links vorbei. Mach hinten die Archer down. Robert weggeballert. Hermit weggeballert. Ich bin down. Vulkankanonen haben gehalten. Scheiße. Scheiße. Er ist down. Das ist okay. Ich glaube, wir überleben es noch. Ja, wir überleben das noch. Aber das sieht nicht gut aus. Das sieht wirklich nicht gut aus. Manaros. Ja, was wollen wir denn jetzt auf der 19 großartig senden? Könnte nur mit Dinos gehen. Ja, komm, stell dir eine dahin. Bin 1000 zurück. Das sieht nicht gut aus. Gerade weil die genau die Verteidigung haben, die hier gebraucht wird. Das, was ich ihm schicken kann, ist ein Witz. Aber ich konnte nicht mehr Rocker aufbauen. Ja, das war's. Die waren uns unglaublich weit voraus. Hat 2000 Gold mehr als ich. Ich hab ganz schön reingekackt hier. Ja gut. Dann war das aber eine weitere Runde von Legion TD2. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt von Legion TD2.
und mir und meinem Aufstieg hier im Ranglistenmodus. Bis dahin, schönen entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.